Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Ich musste leider gerade noch mal bis zu dieser Stelle spielen, da, naja, der Speicherpunkt anscheinend nicht übernommen wurde. Ja, das Spiel scheint echt noch einige Bugs und Probleme zu haben, aber gut. Ich habe hier gesehen, dass ich jetzt eine neue Spritzentasche herstellen könnte aus den Wolfsfällen. Allerdings meinte ja... Oh Gott, wie heißt die Frau? Jedenfalls die eine Frau da, die eine Auftraggeberin, die meinte, dass wir ja später daraus noch was machen können und dass sie uns das nochmal zeigen möchte. Also bewahre ich die erstmal auf. So, und da lächelt uns schon ein L an auf der Map, fragt sich, wo das ist. Ach, da hinten. Was haben wir hier bei dem Fragezeichen? Ach so, das ist einfach nur der Ort an sich. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zum L. So. Das ist ja der Priester, den Saban uns gerade empfohlen hatte. Und vor uns heizen hier noch die anderen Bürger herum. So. Ein Kilometer voller Spaß und Freude in diesem wunderbaren Auto. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch eigentlich schon mal im Let's Play diesen Fallschirm oder wie auch immer man das nennt, diesen Gleiter gezeigt? Ich bin mir nämlich nicht sicher. So. Gottes Willen. Ah, Moment. Warte mal, Kollege. Ich habe doch bestimmt Zeugs, was ich verkaufen kann. So. Zack. Ja, immerhin 16.000 und ein bisschen Platz. Und hier in der Nähe wird geschossen. Ist die Frage, wo? Da muss ich mal mein Headset etwas lauter drehen. Ah, das kommt von links, würde ich sagen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, da hinten. Ach was. Hallo? Pass mal auf. So. Takedown. Das ist nämlich die bessere Alternative zum Bogen. Ja. Und da war es das schon. Dann durchsuchen wir noch die Kollegen. Und es ist übrigens doch üblich, dass man nach diesen Karma-Missionen mit einem der, na, ich sag mal, Rebellen sprechen kann. Auch wenn das eine Mal nicht so richtig funktioniert hatte. Vielleicht mit dem hier? Nee. Ach, ja, mit ihr. Dankeschön, und da gibt es nämlich etwas Kohle und manchmal noch einen Gegenstand, soweit ich weiß. So. Und dann geht es auch schon weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Weg war, wahrscheinlich nicht. Ah, und hier sitzen so Bürger, denen kann man manchmal Geld geben. Aber den hier anscheinend nicht. Manchmal hocken nämlich welche mitten im Feld, da hatte ich schon beinahe welche überfahren. Und den kann man dann Geld anbieten. Das sind immer so 1000 irgendwas, was auch immer die Währung hier ist. Aber wirklich was davon haben tut man anscheinend nicht und die sagen auch nicht wirklich was dazu. So. Ich glaube irgendwie, dass wir hier falsch sind. Ah, hier war ich übrigens schon mal, bilde ich mir ein. Hier habe ich schon mal, als ich so unterwegs war, ein bisschen Rebellen geholfen gehabt, glaube ich. Ich bin mir... Ja, genau, hier war ich schon. Da kann ich euch gleich noch den Brief nämlich vorlesen. Der goldene Pfad ist der richtige Weg. Vater, unsere Waffen sind alt und nicht sehr effektiv. Unsere Uniformen sind nicht so furchterregend wie die von denen. Aber mein Glaube ist stark und Amitas Führung gibt mir Hoffnung. Ich kann mein Land nicht diesen Unmenschen überlassen. Und seine Kultur, die seit jeden Tag, was, die sie jeden Tag mehr und mehr entehren. Die Ausbildung ist hart und mir tun die Hände weh, aber mein Wille ist ungebrochen. Und ich bin stolz darauf, für den goldenen Pfad zu kämpfen. Bitte sag Mutter, dass sie mir meine Entscheidung verzeihen soll. Ich liebe euch beide. Deine Tochter Tara. Ja, offensichtlich ein Brief eines Rebellenmädchens, dessen Eltern mit dieser Entscheidung nicht sehr einverstanden waren.
Wahrscheinlich aus Angst. Ich würde sagen, wir wechseln mal kurz zum Quad. Und ich höre schon wieder eine Rebellenmission. Das Problem ist, wenn wir jetzt immer diese Rebellenmission machen, dann kommen wir ja nie vorwärts. Deshalb würde ich sagen, wir verzichten dieses Mal drauf. Damit wir in dieser Folge wenigstens nochmal hier ordentlich was zu sehen bekommen. So. Und deshalb könnt ihr dann wahrscheinlich auch nachvollziehen, warum ich nicht jeden Nebenquatsch in den Folgen zeigen möchte. Zumal ich halt nicht gerade so eine Internetleitung habe, dass ich hier 100 Folgen am Tag bringen kann. So. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Ah, ich wollte es eigentlich nicht drauf ankommen lassen, aber gut. Oh, ich nehme aber auch hier einen Baum mit. Hier schreit schon wieder jemand, oder? Ich glaube, hier wird jemand von Wildtieren angegriffen, kann das sein? Ach, bestimmt von einem Adler. Die Adler sind nämlich sehr aggressiv, habe ich inzwischen gelernt. Hallo? Ja, bitte? Ja, es war bestimmt wegen dem Adler, der hier gerade rumflog. Aber hier waren wir ja schon mal drin, würde ich behaupten. Genau. So, wir können ja noch mal ein paar Blümchen mitnehmen. Diesmal haben wir auch ein bisschen mehr Platz als beim letzten Mal, als wir hier waren. Und dann geht's jetzt wieder weiter. So. Oh. Na. Oh, um Himmels Willen. Boah. Oh, sorry, das hat mich schon voll übersteuert. Aber es war ein Ton der Erleichterung. So. Oh Gott, es klingt nach Rhino. Ja, da ist es. So. Und da sind wir auch schon da. Oh, und hier wird auch schon fleißig geballert. Aber auf was schießen die, ist die Frage. Ach, die üben hier. Okay. Wir nehmen jetzt mal ein paar... Hallo? Ein paar Kisten mit. Eine Zange. Schönen Tag. Oh, hier gibt's einen Brief. Meine liebste Tochter, Tara. Ah, das ist doch die, deren Brief wir gerade gelesen haben. Ich wollte dir noch schnell schreiben, bevor dein erster Einsatz im Außenposten Kilana Bazaar beginnt. Ich bin stolz auf dich. Deine Mutter auch. Irgendwo tief unter ihrer Angst. Du sollst dir bewusst sein, dass dein Lebensziel nicht daran besteht, unseres zu erfüllen. Ich werde aus diesem Anlass eine neue Ladung Raxi brennen und sie stolzer Vater nennen. Sagt den Kameraden vom Goldenen Pfad, dass der alte Isha euch beide, was euch bald mehr als genug davon schicken wird. Dein Vater. Das klingt eindeutig nach irgendeiner Art. Ja, Alkohol. Ah, und noch ein Brief. Mein Bethaus, ach, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein und meinem Altar, denn mein Haus, oh Gott, ich kann solche kryptischen Sachen nicht gut lesen, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herrn sind eingeladen, mich beim Goldenen Pfad Trainingslager zu besuchen. Oha. Noch eine Kiste. Die nehmen wir noch mit und hier scheint auch noch irgendwo was zu sein. Ich glaube, das könnte ich auch kaputt treten, oder? Manche davon kann man kaputt treten. Oder geht das nach mehrmaligen... Nee. Ach, hier. Seife, besonders wichtig. So, und hier vorne können wir zur Tür rein. Bestimmt eine Sequenz. Sells guns? Of course! Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns.
Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our Savior. It is our Savior returned to us as a lion, a warrior. So I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. But maybe Revelations 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Vanderport is under attack! We need fighters here Sabah, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! He said to them, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! Oh je, yeah. Dann schnell, schnell zum Posten. Ja. So, ab auf die Piste. Wow, und ihr solltet... Ach nee, das sind der Gegner. Ha, Deppen. So, 5 Minuten 44. Like back then, RJ. Your mother and I, with you on her hip. Oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I longed for those days, but then it's too late. I tried, I really, really did, but this place is ruinous. Try not to let them drag you down, RJ. Ishwari didn't send you back here for that. Ja, ja. Aber nur. Wobei es schon interessant ist, was er da immer erzählt, betreffend der Mutter. Also wir haben jetzt auch endlich eine Seitenwaffe. Wir könnten jetzt also hier schießen und das Quad würde jetzt hier automatisch fahren. Was mehr oder weniger gut funktioniert. Oh, das war ein Reifen. Ach du Scheiße. Okay. Au, au, au. I'm here, Sabal. How can I help? Damn it! Keep your head down and save whoever you can. I'm not far. I'll be there soon with help. Okay. Säubere das Dorf von Soldaten der Army. So, wir machen es auf die laute Art und Weise. Oh. Autsch. Okay, wir machen es vielleicht doch nicht auf die laute Art und Weise. Meine Güte. Die hauen aber ordentlich rein. Aber wie passt das nicht zu so einer Situation hier? Den ruhigen walten zu lassen. Von wo kommen wir denn jetzt bitte schön im Dorf an? Soll ich es denn stealth versuchen? Ist das sinnvoll? Ist doch kacke. Hallo. Ey, du kannst mir ja erzählen, dass du hier nicht hochkommst.
Okay, wir probieren es mal, Steph. What? Wo sind die denn? Hä, wo ist denn hingesprungen? Die Waffe hat echt nicht viel Schuss im Magazin. Oh, ich bin gleich wieder tot. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Ich kann es einfach nicht.